hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von WNBB. Es ist nicht irgendeine Ausgabe von WNBB, es ist heute die 150. Sendung. Und was lässt sich da meine Redaktion einfallen? Die setzen einfach den alten Esel auf ein Kamel. Wo es Kamele gibt in der Region, das verrate ich Ihnen gleich. Vorher verrate ich Ihnen aber, wie kommen eigentlich die Vögel durch den Winter? Kamele scheinen anscheinend gar kein Problem damit zu haben. Amseln, Rotkehlchen, Gimpel, viele einheimische Vögel scharen sich zurzeit um die Futterhäuschen in den Gärten, auch beim Vogelinformationszentrum in Sindelfingen. Einer hat es den Kindern innen am Fenster besonders angetan. Ich habe einen Specht gesehen und an die anderen Vögel kann ich mich nicht mehr erinnern. Ein Specht? Noch ein Specht, aber ein anderer Specht? Aber darf man wilde Vögel im Winter überhaupt füttern? Man darf sie füttern, weil sonst bekommen die nicht genügend Futter. Also Insekten, die ziehen sich auch zurück. Und dann kann man sie besser beobachten. Und gerade darauf hat man es hier abgesehen. Es gibt Vögel, die haben große Schnäbel, die fressen zum Beispiel Körner. Und so kann man gleich erkennen, die bleiben wahrscheinlich hier, weil sie finden Fressen. Und so können die Kinder einfach nur durchs Sehen von dem Vögel, sie müssen gar nicht wissen, wie der Vogel heißt, schon erkennen, was macht der, bleibt der hier. So lernen die Kinder gleich etwas dabei. Also Vögel im Winter füttern auf jeden Fall erlaubt. Dass man sie so abhängig macht, ist wissenschaftlich längst widerlegt. Deswegen dürfen die Kinder am Aktionstag gleich auch noch Futterglocken bauen und sogar das Vogelfutter selbst anrühren. Zuerst so Fett schmelzen und dann viele Körner rein, verschiedene Sonnenblumen. Geschälte und ungeschälte. Und wir haben gelernt, dass wir dafür Tontöpfe brauchen. Richtig, einfach ein Blumentopf mit einem Holzstock drin. Das ist auch die beste Variante für die Vögel, die dann von unten das Futter herauspicken. In einem Häuschen würden sie das Futter nur selbst immer wieder mit Kot verunreinigen. Das muss man dann täglich putzen. Was auf gar keinen Fall gefüttert werden sollte, Brot. Da ist Salz drin und andere Gewürze und das tut den Vögeln gar nicht gut. Außerdem ist natürlich auch nass draußen, das Brot fängt an zu schimmeln. Und das ist auch ganz schlecht für die Vögel. Wer also im Winter Vögel beobachten möchte, darf sie gern mit etwas Futter anlocken. Am besten mit Meisenknödeln oder solchen selbstgebauten Futterglocken. Wir sind ja hier in Weil im Schönbuch bei der Claudia Fröhlich. Das ist die Frau, die dafür gesorgt hat, dass es hier Kamele gibt. Warum sie die Kamele hierher gebracht hat, sprechen wir gleich drüber. Vorher gehen wir aber nach Herrenberg. Und ich glaube, Herrenberg ist eine kamelfreie Zone. Was sich hier tummelt, Drahtesel. Jede Menge Schüler nutzen in Herrenberg morgens das Fahrrad, um zum Schulzentrum Lengenholz zu kommen. Und die, deren Rad vorschriftsmäßig beleuchtet ist, werden dafür heute belohnt. Mit Schokoherzen. Wie jedes Jahr haben sich für die Aktion Mitarbeiter der Stadt an Nikolaus früh morgens in die Kälte gestellt und die Räder kontrolliert. Schüler, deren Licht nicht oder nur teilweise funktioniert hat, haben einen Gutschein bekommen, mit dem sie das Rad reparieren lassen können. So geht's sicher durch den Winter. Im Kreis Böblingen gibt es bereits einige, aber längst noch nicht genug, Gastfamilien für minderjährige unbegleitete Ausländer. Das Landratsamt hat deswegen jetzt einen Aufruf gestartet. Gastfamilien seien die ideale Lösung für junge Flüchtlinge auf dem Weg zur Integration. Sie werden zudem durch das Landratsamt unterstützt, sowohl durch Begleitung und Beratung als auch mit einem monatlichen Pflegegeld. Einzelpersonen und Familien, die sich vorstellen können, einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aufzunehmen, melden sich am besten direkt beim Amt für Jugend. Und dieses Holz kommt aus dem Schönbuch und ist gewissermaßen für den Schönbuch, genauer gesagt für den Schönbuchturm. 400 Festmeter Lärchenholz sind geschlagen worden und werden jetzt in Iningen verarbeitet. Aus dem Material werden die Stützen für den Turm gefertigt, auf ihnen sollen dann die Plattformen ruhen. Jetzt muss das Holz allerdings erst einmal zurechtgesägt und für die Trocknung und Verleimung vorbereitet werden. Momentan ist auf der Baustelle Winterpause. Im Frühjahr sollen die Stützen auf das Fundament gesetzt und der Turm aufgebaut werden. Dich nehme ich irgendwann mit nach Hause. Ja? Da baue ich für dich mal ein ganz großes Haus. Nämlich total der Schmuser. Mehr dazu gleich nach der Werbung. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Thank you.
So, heute habe ich zwei Partner direkt neben mir, nämlich zum einen mal den Xavi und zum anderen die Frau Fröhlich. Claudia Fröhlich, wie kommen Sie eigentlich bitte schön dazu, Kamele nach Weil im Schönbuch zu bringen? Ich kenne es eigentlich so von Hunde, Katzen oder ähnlichen Tieren. Nun, ich wollte eigentlich ja schon immer was mit Tieren tun und fand es dann ganz interessant. Habe mal ein Foto von Kamel gesehen und fand es ganz interessant und habe dann gedacht, oh, das ist was für mich und bin dann dazu gekommen, mir ein Kamel anzuschaffen. Und so kam ich dazu und jetzt stehen wir hier in Weil im Schönbuch. Also von einem Foto zu einem echten Kamel. Ja. Wie lang ist das her? Ich habe jetzt vor 6 Jahren mit den Tieren angefangen und so lange mache ich jetzt mit den Tieren hier. Jetzt, Anfang war es noch Hobby, jetzt machen wir es als Gewerbe. So, und jetzt die Frage natürlich, es gibt Schneehasen, die sind weiß, es gibt Schneefüchse, die sind weiß. Ist das jetzt ein Schneekamel, weil auch gerade Winter ist? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt natürlich verschiedene Rassen. Es gibt weiße Kamele, es gibt natürlich so braune Kamele, aber auch schwarze und gescheckte, die man jetzt braun-weiß. Es gibt da verschiedenfarbige Kamele schon. Also ich bin ja schon oft in Ägypten gewesen und ich bin schon oft auf dem Kamel geritten. Ägypten ist Afrika und Afrika ist warm. Wie fühlen die Tiere sich denn? Jetzt gerade haben wir genau 0 Grad. Wie fühlen die Tiere sich hier im Winter? Also die Kamele, die halten ja Temperaturen bis zu minus 40 Grad aus. Die Temperaturen, die wir jetzt hier haben, die sind eigentlich fürs Kamel eigentlich eine ganz angenehme Temperatur. Gar kein Problem. In der Wüste wird es ja auch sehr kalt, also bis zu minus 30, 40 Grad. Und von dem her ist es für ein Kamel überhaupt gar kein Problem. Und das Tolle ist ja, es gibt ja ganz, ganz viele Arten von Kamelen. Und ich würde sagen, wir sprechen nachher einfach mal drüber, welche Art von Kamele es überhaupt gibt und was für ein Kamel das ganz genau ist. Das Ganze nach den Veranstaltungstipps und die haben wir jetzt für Sie. Der Weihnachtsmann verliert sein Notizbuch mit den Wünschen der Kinder mitten über dem Südpol. Eine schreckliche Vorstellung. Aber zum Glück haben die Pinguine dort eine Idee, wie sie ihm helfen können. Im Bilderbuchkino in Leonberg wird das geheime Buch vom Weihnachtsmann erzählt und die kleinen Zuschauer ab 4 Jahren dürfen dabei malen und basteln. Los geht's in der Hauptstelle der Stadtbücherei um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 1,50 Euro. Bereits zum 39. Mal wird in Sindelfingen Geld für den guten Zweck gesammelt und zwar mit guter Musik. Die Sindelfinger Weihnachtssession ist legendär, seit sie 1979 von ein paar jungen Amateurmusikern im Foyer der Stadtbibliothek ins Leben gerufen wurde. Zuletzt haben rund 1300 Besucher das Konzert genossen, bei dem nach der puren Session mehrere Bands aus der Region ihr Können zeigen, natürlich ohne Gage. Mehr Infos zum Programm gibt's unter www.weihnachtssession.de. Wer langsam genug hat von der Jahresendzeitstimmung, dem geht's so wie Herrn Hämmerle aus dem Programm von Bernd Kohlhepp. Von Rausch und Gold und Engeln erzählt er in seinem Stück Der Tannenbaum brennt und davon, wie man sich seinen Weihnachtsbaum selbst im Schwarzwald schlägt, die nervige Verwandtschaft auf Distanz hält und dass selbstgemixte Feuerwerkskörper der Knaller sein könnten. Um 20 Uhr startet die Vorstellung im Mauerwerk. Der Eintritt kostet 20 Euro im Vorverkauf und 23 an der Abendkasse. Genau, mach mal unser schönes Mikrofon richtig schön sapperig, dann freuen die sich in der Redaktion darüber. Wir sind immer noch in Weil im Schönbuch hier auf der Kamelfarm von der Frau Fröhlich. Frau Fröhlich, wir haben schon darüber gesprochen, die Kamele fühlen sich hier wohl in Weil im Schönbuch. Die Temperatur macht ihnen nichts aus. Aber wie sind sie denn, wie kommen sie überhaupt zu Kamelen? Also, sie haben gesagt, ich bin verliebt und möchte die haben. Aber ich kann ja jetzt nicht einfach in die Zoohandlung gehen und sagen, da kaufe ich mir mal ein Kamel. Genau. Also bei mir war es jetzt eigentlich so, dass ich habe einfach im Internet eingegeben, Kamele kaufen. Ach, so einfach? So einfach, genau. Da stehen dann einige Kamele drin. Es gibt natürlich aber auch Kamelfarmen. Es ist in München eine, am Bodensee. In Niedersachsen gibt es Kamelfarmen. Das gibt es mittlerweile auch. Da kann man sie kaufen. Bei mir war es jetzt so, dass ich im Internet es eingegeben habe und habe mir die dann da angeguckt. Und die haben mir dann auch gefallen und habe sie dann dort auch gekauft. So. Und von einem weiß ich, das ist der Balu, der steht da hinten, den haben Sie ja aus einem Zirkus raus. Also nicht ich direkt aus dem Zirkus, das waren dann die Vorbesitzer, die haben den aus dem Zirkus raus weggekauft, ja. Und er war ein sehr schwieriges Tier. Er hat sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht und habe dann aber auch ihn aus dem Internet und aber auch wieder so einen Mitleidskauf und habe dann ihn dort weggekauft und habe mit ihm sehr viel gearbeitet und mittlerweile ist es ein ganz tolles Tier.
So, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben mit den Tieren gearbeitet, ganz speziell mit dem Baloo, ein bisschen mehr als mit den anderen. Wofür sind die Kamele jetzt eigentlich hier? Die stehen jetzt hier rum oder was machen Sie mit denen? Genau, ich biete hier eigentlich jetzt auf dem Hof an Kamelstunden, wo man einfach Wissenswertes über das Kamel erfährt, Kindergeburtstage, dann gehen wir auch auf Veranstaltungen, da kann man uns mieten. Wir bieten aber auch Lamas, haben wir hier, da bieten wir Lama-Touren an. Ja, wir sind eigentlich auch so, für sämtliche Wünsche sind wir dann auch offen. Und Kamelausritte natürlich durch ein Weil im Schönbuch kann man hier dann buchen. Aber der, wo er nicht reiten will, der kann auch mit dem Kamel einfach spazieren gehen. So, vorhin habe ich gesagt, es gibt ja verschiedene Arten von Kamele, beispielsweise der Dackel und der irische Wolfsohn, das sind alles Hunde. Das hinter mir ist jetzt ein Kamel mit zwei Höckern und da ist kein Wasser drin in den Höckern. Nein, da ist gar kein Wasser drin, eben genau, das ist nämlich das, was viele glauben, da ist pures Fett drin. Und die Kamele, es gibt verschiedene Arten von Kamele. Sie haben Lamas hier? Genau, das ist auch ein Kamel. Das ist auch ein Kamel, genau. Das sind dann die Neuweltkameliten. Die großen sind die Altweltkameliten und das mit den zwei Höcker ist dann das Trampeltier und das mit dem einen Höcker ist das Dromedar. Aber zur Familie, das ist der Familienname, das heißt dann Kamel. Also wenn man Kamel sagt, sagt man eigentlich auch nie was Falsches. Also ich sage jetzt einfach zu euch beiden Tschüss und vielen Dank. Für die 150. Sendung habe ich mir natürlich was gewünscht mit Tieren. Nächste Woche sehen wir uns wieder und wenn Sie hier mal reiten wollen oder einfach mal mit einem Kamel spazieren wollen, die Internetadresse, die blenden wir jetzt einfach mal ein. Ich gehe jetzt ein bisschen Kamele kuscheln.